Herzlich willkommen bei Scholas Seelengepinsel. Mein Name ist Schola Feldkamp und ich male Seelenbilder für Mensch, Tier und Raum. Und ich bin ein bisschen aufgeregt, weil es geht um mein persönliches eigenes Seelenbild. Das war jetzt einfach mal dran. Das habe ich gefühlt. Jetzt ist die Zeit, einfach mal ein neues Seelenbild zu malen für mich. Ich bin viele, viele Jahre mit der Saluka hier eingeblendet, mit dieser Hündin, die mich sozusagen gezeigt hat, bin ich gegangen. Und das ist die Botin des Herzsehens, des Schönheitssehens im Anderen. Und das, ja, die hat mich wirklich wunderbar begleitet. Ich liebe sie auch nach wie vor. Aber jetzt war einfach das dran, mal zu gucken, was jetzt kommt und was jetzt wichtig ist für mich und was meine Aufgabe einfach nochmal neu überdenken. Warum bin ich hier und was ist meine Kraft, die ich weiter schenken möchte? Ja, sehr persönlich jetzt. ich habe das Bild gemalt, wirklich so, wie ich es für die Kunden auch mache. Ich bin eine Stunde wirklich tief in mich hineingegangen, habe sogar auch ein bisschen geweint und habe dieses Bild entstehen lassen. Ein ganz, ganz tiefer Prozess. Ich war selber sehr überrascht, wie tief das gegangen ist für mich. Und ja, und da ist dann dieses leuchtende Bild entstanden. Die Botin der Lebendigkeit. Und mein Krafttier, das Flamingo. Der Flamingo ist für mich ja ein ganz, ganz besonderer Vogel, den ich jahrelang schon sehr in meinem Herzen mit mir trage. Der Flamingo, wie er so auf einem Bein steht und wirklich in der Balance, in der Stille ist, in seinem Sein. Und dieses Meditative, das finde ich einfach beeindruckend bei diesem Tier. Und diese Gemeinschaft, die diese Tiere leben, wie die miteinander tanzen und wie das so ein Schwarm ist, der sich zusammen bewegt, aber doch jeder für sich anders ist und rumschnattert. Aber trotzdem, es ist halt wirklich ein gemeinsames Spiel und das beeindruckt mich schon sehr beim Flamingo. Natürlich, die Farbe liebe ich. Ich laufe schon seit Ewigkeiten mit diesen Farben des Flamingos rum, mit Pink und Rot und ich liebe das einfach und das macht mein Herz, öffnet mein Herz und erfreut mich auch. Und das war halt auch der Grund, warum diese wunderbar leuchtenden Farben aufs Bild mussten. Das hat mich so glücklich gemacht. Und ja, mein erstes Seelenbild, was ich gemalt habe, ist jetzt wirklich 25 Jahre her. Da fing es halt an, dass ich gemerkt habe, wow, wie gut das tut, sich auszudrücken mit Farbe. Und ich war damals in Indien und hatte ziemlich große Schwierigkeiten mit mir selbst und auch mit Nähe zulassen und so weiter. Und da ist dieses Bild entstanden, die Botin der Sichtbarkeit, zeig dich. Und da fing halt mein Seelengepinselweg schon an. Da habe ich dann irgendwann eine Ausstellung gemacht mit dem Bild, zeig dich. Und darum ging es lange und ist auch immer noch in mir, dieses wirklich, dass ich die Menschen einlade, dass sie sich zeigen mit sich selbst, mit eben dem, was in ihnen steckt. Und genau, und wie ihr sehen könnt, ist dieses Bild natürlich noch ganz verstrickt und sie ist so versteckt hinter diesen ganzen organischen Geschichten. Und umso froher war ich jetzt, was da jetzt entstanden ist, wirklich, wo ich jetzt stehe nach so langer Zeit, dass ich sagen kann, ja, ich darf leuchten, ich bin hier. Es berührt mich einfach jetzt nochmal wieder. Wie schön, es war so ein langer Weg. Wow, das habe ich jetzt nicht geplant, dass ich hier jetzt so berührt bin, aber berührt von mir selbst einfach, von meinem Lebensweg. Und ja, was jetzt daraus entstanden ist, die Botin der Lebendigkeit.
Und darum geht es jetzt für mich, dass ich einfach wirklich noch mehr in meine Lebendigkeit komme, mir erlaube, lebendig zu sein und wirklich alles zu leben, was da ist. Und natürlich auch jeder, der zu mir kommt, einfach daran erinnert, wie wichtig das ist, fröhlich und lebendig hier dieses Leben zu leben und das Ureigene, die Sehnsucht nach diesem Ureigenen zu finden und das zu machen, was einen glücklich macht. Und dazu lädt die Botin der Lebendigkeit ein und das ist mein Seelenbild. Und dazu gibt es natürlich auch noch eine Botschaft, die ich dir nicht vorenthalten möchte. Und ja, die Botschaft für mich, aber nicht nur für mich, sondern für das ganze Kollektiv, für dich und für mich und für alle. Tapfere Seele, lebendiges Sein. Hier kommt deine Botin. Sie bringt dich heim. Auf tiefer Ebene berührt sie dein Herz. Endlich fällt ab dieser alte Schmerz. Endlich fällt ab dieser alte Schmerz. Öffne dein Tor des Herzens weit. Sichtbar wird leuchtendes Federkleid. Es gehört dem Flamingo, besonderes Tier, steht für die Liebe, gelebtes Wir. In großer Gemeinschaft hat er seinen Platz. Präsenz in der Liebe, das ist sein Schatz. Die Zartheit gewandelt in stärkste Kraft. Gelebte Liebe, Wunder erschafft. Innere Schönheit wird sichtbar im Außen. Teil sie mit vielen Menschen da draußen. Verbunden mit Erde und Himmel zugleich. Bleibe im Herzen verletzlich und weich. Empfange die Liebe und strahle sie aus. Genieß dein Erwachen, du bist zu Haus. Jetzt wird gefeiert, getanzt und gelacht. Folge der Freude, was dich glücklich macht. Du bist getragen vom köstlichen Wir. Ja, bist es wert. Öffne die Tür, deine Schola. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. Also selbst berührt sein von sich selbst. So schön. Und ich werde dieses Video teilen, obwohl ich jetzt nicht so darauf stehe, hier meine Tränen zu teilen. Aber das gehört dazu. Und das ist in jedem Seelengepinsel auch. Alle Menschen, für die ich male, die müssen erstmal weinen, wenn sie konfrontiert werden mit diesem gespiegelten Licht. Ja. Wenn du wüsstest, wie groß und lichtvoll deine Seele ist, hättest du keine Sorgen mehr. Dann würdest du dich leben und freuen und einfach die Liebe teilen. Und alles andere wäre nicht wichtig. Ja, das ist die Botin der Lebendigkeit. Teil das Video, setz dein Like drunter, schreib einen Kommentar, dass du dich vielleicht auch berührt gefühlt hast von diesem Video und